Ja, auf jeden Fall. Ich fühle mich hier sehr wohl. Ich finde, ich bin jetzt auch nach einem schwierigen Start letztes Jahr, als ich hier mit viel Erwartung hergekommen bin und dann vielleicht ein bisschen enttäuscht wurde, so durch eine Verletzung zurückgeworfen, fühle ich mich jetzt hier sehr angekommen und bin sehr glücklich über das, wie es bis jetzt diese Saison hier gelaufen ist. Man kommt her als junger Spieler, hat natürlich Ambitionen und möchte sich präsentieren und zeigen und dann habe ich auch ein bisschen gebraucht und habe aber für mich versucht, das Beste draus zu machen und einfach Gas zu geben und dann vorbereitet zu sein, wenn die Chance eben kommt, um sich oben zu präsentieren. Und ich denke, das habe ich auch ganz gut hinbekommen. Ja, und vorher hatte ich auch schon mal was Ähnliches, aber da war es nicht ganz so langwierig und ganz so schlimm. Deswegen war das schon so, würde ich sagen, eine der schlimmsten Verletzungen, die ich bisher hatte. Und dann hat es auch ein bisschen gedauert, bis man da wieder zurückgekommen ist und wieder auf seinem Top-Niveau war. Ich bin ein Typ, der über Tempo kommt, über 1-gegen-1-Situationen und ich denke, sowas kann der Mannschaft dann halt auch helfen, in den Situationen jetzt auch, wenn wir in Rückstand sind und nochmal was nach vorne brauchen. Ja, aber auch eben in der Dreierkette, Dreier-Fünferkette über außen kann ich auch über Zweikampfstärke und so, denke ich, Impulse reinbringen. Vorbilder habe ich jetzt kein direktes, aber ich orientiere mich hier an den Führungsspielern in der Mannschaft und versuche da mich viel von denen mitzunehmen und mich weiterzuentwickeln und ja, Erfahrung zu sammeln. Ja, das war für mich relativ schnell klar, dass ich war lange in Mainz und ich wollte was Neues machen und eine neue Herausforderung haben und mich dahingehend weiterentwickeln. Und dann habe ich hier wirklich Top-Gespräche gehabt und habe mich auch direkt wohlgefühlt und das ganze Umfeld hat für mich einen mega Eindruck gemacht mit Fans, mit allem drum und dran. Und dann war für mich auch relativ schnell klar, dass ich hierher möchte. Ja, so, dann kam es alles erstmal ein bisschen anders, aber ich denke, jetzt auch der Start so in die Saison hat für mich auch meine Entscheidung ganz klar bestätigt, dass ich hier richtig bin. Also wenn es sich von den Terminen her so gepasst hat, dann habe ich in der U23 gespielt, weil ich finde auch Spielpraxis ist mega wichtig. Und da kann man sich auch wenn man gute Leistungen bringt, durch 90 Minuten Spielzeit wirklich auch Selbstvertrauen holen. Und ich denke, das hat auch bei mir in den Spielen, die ich jetzt hatte, gut geklappt. Und ich würde auf jeden Fall nicht Nein sagen, wenn ich auch nochmal in der U23 90 Minuten spielen kann. Ja, das war natürlich mega wichtig für uns. Also ich fand auch, was du jetzt gesagt hast mit Verunsicherung, habe ich jetzt auf dem Platz nichts gemerkt. Als ich reingekommen bin, kann ich nur von meinem Gefühl aus sagen, war die Entschlossenheit wirklich zu spüren von allen und wir wollten unbedingt das Ding drehen. Und ich denke, das haben wir auch eben über diesen Willen und die Einstellung dann am Ende auch geschafft. Und für uns als Mannschaft ist es natürlich, das kann auf jeden Fall, wir erhoffen uns natürlich, dass es jetzt da ein Wendepunkt wird, nachdem wir davor ein paar Wochen nicht so das Glück auf unserer Seite hatten, dass wir daraus jetzt auf jeden Fall viel mitnehmen können für die nächsten Spiele.